Wie sehr habe ich mich auf diesen Film gefreut und ich bin sicher, dass ich damit nicht alleine bin. Ganz bald startet er dann auch in den deutschen Kinos, sofern diese dann öffnen. Und damit geht es hier jetzt um A Quiet Place 2. In einer Welt, in der jeder kleine Ton bedeuten kann, von außerirdischen Wesen rasch aufgespürt und zerfetzt zu werden, gibt es keine Zeit, um die Verluste zu beweinen. Und so bleibt nur ein Raum für ein unhörbares Wimmern. Und so ist es nun an Familie Abbott, sich auf den Weg zu machen und eine neue Zuflucht zu finden. Jeder Schritt auf dieser Reise stellt ein Risiko dar und erst recht wird dieses unkalkulierbar, wenn plötzlich andere auftauchen und man nicht mehr weiß, ob man überhaupt noch jemandem vertrauen kann. Denn auch alte Freunde haben sich verändert und im Angesicht des Bösen auch sich selbst erst wirklich kennengelernt. A Quiet Place 2 geht 97 Minuten, hat noch keine Altersfreigabe, aber ich tippe mal auf den FSK 16 und startet ab dem 24. Juni 2021 in den deutschen Kinos. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann flächendeckend Kinos genau in Deutschland aufmachen werden, weil einige haben schon offen, andere ein bisschen später. So die grobe Zielvorgabe ist 1. Juli, soweit ich es wahrnehme. Und deswegen ist das Juli-Programm dann auch knackevoll. Aber schon ein bisschen früher läuft dann anscheinend A Quiet Place 2 ein. Ein Film, auf den ich mich nach dem grandios spannenden ersten Teil, der ein Überraschungshit geworden ist, von und mit John Krasinski und Emily Blunt in den Hauptrollen, die, glaube ich, auch privat verheiratet sind, so gefreut auf die Fortsetzung, mich gefragt, kann dieser Film da irgendwie mithalten? Und er war einer der letzten Filme, die der Presse noch vor der Pandemie gezeigt worden sind, im März 2020. Und ich bin da aber dann nicht mehr hin, weil sich alles schon so ein bisschen anbahnte, das könnte zu risikobehaftet sein. Events wurden dann auch abgesagt rund um den Film. War quasi so dieses letzte Ding, wo ich dachte, okay, jetzt lange warten auf den. Nun habe ich ihn endlich angeschaut. Und was soll ich sagen? Ein Hammer, mit dem ich das erste Mal wieder im Kino saß, nach, ich glaube, September oder Oktober letzten Jahres, also 7 oder 8 Monaten. Was für ein richtig geiles Knallerding. Da stimmten die Kino-Vibes, da stimmt die Soundeffekte, da stimmt die Spannung und die Frage von, was würde ich in dieser Situation tun? Und dieser Film ist nicht nur in Anführungszeichen repetitiv und wiederholt im Grunde, was der erste Teil gemacht hat. Das ist er eben nicht. Nimmt zwar viele Designs und auch die Farbpalette und alles mit, aber trotzdem funktioniert er auf anderen Ebenen. Wird ein bisschen größer, aber nicht nach dem Motto größer, weiter, besser, sondern eben anders, macht andere Szenarien auf, schlägt auch einen etwas anderen Bogen. Nun ist aber essentiell bei diesem Horror-Thriller mit leichtem Fantasy-Verschnitt, dass ich natürlich nicht spoilere, deswegen werde ich dieses Wie, anders, welcher Rahmen und so weiter nicht beleuchten, vielleicht auch zu der einen oder anderen Figur gar nichts oder eben dann klar mit Verweis sagen, ich möchte nicht spoilern, weil ich glaube, das ist ein richtig geiler Film, um für viele Leute zu sagen, so, jetzt gehe ich wieder ins Kino, ich habe richtig Bock auf Kino, ich habe monatelang oder über ein Jahr lang darauf gewartet. Und jetzt will ich auch ein ganz feines Häppchen als erstes haben. Und das ist A Quiet Place 2 aus meiner Sicht allemal. Reden wir kurz über den Cast. Emily Blunt als Evelyn Abbott, die, wie ich finde, immer stark aufspielt, die selbst Angst hatte, ihre Performance aus Teil 1 nicht toppen zu können. Da war sie ja dann auch sehr im Fokus. Hier splittet der Fokus sich manchmal auch ein bisschen mehr auf, weswegen da vielleicht nicht die Screentime auf dem gleichen Level ist. Aber wenn, dann ist die sofort wieder da. Die ist auch in einer anderen Verantwortung da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, eine richtig schöne Nummer, weil der Film auch optisch so ein paar Elemente aufnimmt, die ihn sofort aus Teil 1 rübernehmen in den zweiten Teil. Und da muss ich sagen, die gibt's, glaube ich, gar nicht in schlecht. Emily Blunt macht das richtig klasse. Dann hätten wir Millicent Simmons und Noah Jupe, die beide Regan und Marcus Abbott spielen, die kennen wir ja beide auch aus dem ersten Teil. Die haben eine Bedeutung, die gehen auf einen gefährlichen Weg. Und ich finde, während die eine manchmal nicht unbedingt, weil die eben eine Fokusverlagerung existiert, spielerisch immer mithalten kann, was der Gesamtperformance aber keinen Abbruch tut, ist es bei ihm vor allem, und da will ich auch keine expliziten Szenen als Beispiel rausnehmen, auch schon sehr, sehr intensiv zu erleben, wie die beiden es gut mitschaffen, Spannungsmomente hochzuhalten. Und wenn ich meinte, spielerisch kann die eine vielleicht nicht immer mithalten, kriegt die einfach sehr, sehr viel aufgebürdet, auch in Momenten, wo ganz viele Fäden zusammenlaufen und man so wirklich denkt, oh Gott, oh Gott. Und ganz ehrlich, in der Presse waren nur ein paar Journalisten, ich glaube, weil sich einfach einige noch nicht trauen, man muss sich testen lassen und so weiter und so fort. Aber ich habe bei den paar einige so da sitzen sehen und so da sitzen sehen und irgendwie durch die Augen lukend, was da als nächstes passiert. Und ich kann es voll verstehen. Also ich hatte so eine Menge geile Adrenalin-Momente, wo ich merkte, das ist Kino und das kann mir auch zu Hause, so gut ich versuche, mir das nachzubauen, das nicht geben. Und dabei war ich noch nicht mal auf dem größten Screen Berlin, sondern
sondern schon in einem arthausigen Kino, aber es macht einfach richtig Bock. Kurzum, der Cast, ein Cillian Murphy dann noch mit dabei, über den ich aber echt gar nichts sagen will, weil weder größer noch kleiner, was auch immer aus dem Trailer ableiten ist oder andere Figuren eben auch dabei sind, genießt das einfach selber, aber der Cast funktioniert. Die bekommen alle, und weil John Krasinski die Nummer auch wieder inszeniert und geschrieben hat, der das eigentlich gar nicht wollte, aber auf Bitten und Drängen des Studios gesagt hat, okay, komm, da bin ich wieder dabei. Ich finde, man merkt diese Handschriften, auch so diese Idee, und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mir noch mehr wünschen. Also ich muss nach Part 1 und 2 noch nicht aufhören von The Quiet Place. Rein technisch, weil diese Kameraarbeit angeht, übernimmt man die Farbpalette aus dem ersten Teil, die ich wirklich immer sehr gelungen fand. Ist auch immer clever gefilmt. Das ist nicht dieses on the nose, wenn irgendwie was Schreckliches oder was Gruseliges passieren soll, sondern es hat mich wirklich 2-3 Mal erwischt, dass ich so kurz gefühlt aufschreckte und dachte, okay, ich bin wach, ich bin da. Ach du Kacke. Ich glaube, da werden sich einige gut erschrecken. Man hat dieses Design auch beibehalten, dieser Wesen aus dem ersten Teil in weiten Teilen, wo ich effekttechnisch immer sagen muss, die sind für mich manchmal ein bisschen zu CGI-ig, aber man zieht es eben so konsequent durch, dass man einen eigenen Look, einen eigenen Stil, ein eigenes Feeling kreiert, insgesamt mit Kamera und Effekten zusammengepasst. Die Musik wieder sehr dosiert, aber wenn sie kommt, und dann malt sie die Stimmungslagen extrem. Und da gibt es genau wie im ersten Teil einen ganz bestimmten Part, wo ich dachte, okay, jetzt baut es sich aber auch richtig geil auf, sodass man einfach merkt, hier wissen Leute, was sie machen wollten. Kostüme, taktisch gehalten. Über Szenenbild will ich gar nicht reden, weil bestimmte Orte oder Pfade oder was auch immer, glaube ich, zu viel Aufschluss geben könnten. An dieser Stelle sage ich am Ende ganz ehrlich, er ist ganz anders als Teil 1, aber wieder unglaublich spannend und intensiv. Er sieht richtig, richtig gut aus. Er ist durchweg, also was heißt durchweg? Er ist stark, aber auch sehr stark gespielt. Für einige könnte dieser Film vielleicht zu spannend sein. Also der erste Teil war, glaube ich, auch Feedback bekommen. Leute haben gesagt, das ist großartig, aber verdammt ist das eine spannende Kiste. Also da wieder ein bisschen Vorwarnung. Und ich habe an dem nichts zu meckern. Also wer den ersten Teil mochte, auch 97 Minuten, ist eine richtig gute Lauflänge dafür. Der guckt sich einfach geil. Von mir bekommt The Quiet Place 2 9,5 von 10 möglichen Punkten und 8,5 bis 9. Ich gebe ihm 8,5 von 10 möglichen Punkten. Das Kinofeeling erstmal wieder eingrooven. Damit ist er sogar leicht über der Wertung vom ersten Teil und definitiv ein Muss. Also wenn ihr sagt, Kino wieder offen, was gucke ich als erstes? Kommt eine ganze Menge raus im Juli. Den kreidet euch mal an, wenn ihr da ansatzweise Bock drauf habt und Teil 1 mochtet. The Quiet Place 2, richtig feines Ding. Und da bin ich am Ende meiner Review zu dieser Fortsetzung, auf die man lange, lange warten musste oder noch muss. Und ich wünsche euch dann ganz viel Spaß, wenn die Kinos wieder aufmachen und ihr auch Lust drauf habt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.